Yo Leute, Skalab, herzlich willkommen zu einem CSGO-Video. Heute gibt es mal wieder ein kleines Commentary. Ich möchte heute über ein paar sehr wichtige Themen reden, ja, die auch eben diesen Kanal insgesamt praktisch gesehen maßgeblich betreffen. Und ja, ich möchte jetzt sozusagen die Themen nach und nach abhaken. Ich habe jetzt mir auch so eine ganz kleine Liste sozusagen geschrieben, da sind 4 Punkte drauf. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt sozusagen einfach mal die Sache systematisch runter. Es geht hierbei zum einen mal um eben sozusagen eine Art Selbstexperiment, das ich machen will, um mein Team und dann auch um zwei, ich sag jetzt mal eher nebensächliche Sachen. Zuallererst kommen wir zu den nebensächlichen Sachen und das ist nämlich derzeit ein Giveaway, was ich jetzt gerade veranstalte und zwar läuft das auf Twitter ab. Da gibt es derzeit eine StatCheck M4 Decimator. Alles, was ihr dazu machen müsst, ist sozusagen mir auf Twitter followen, auf YouTube den Kanal hier abonnieren und dann ebenso noch den Tweet auf Twitter retweeten. Der erste Link in der Videobeschreibung ist auch der Link zu meinem Twitter-Profil. Da könnt ihr drauf gehen, könnt die Sachen machen, wenn ihr Twitter habt. Wenn nicht, ja, keine Sorge. Es kommen jetzt sozusagen auch ab und zu mal wieder ein paar Giveaways in den Videos selber. Und da ich jetzt eben auch wieder ein bisschen mit Partnern zusammenarbeite, ihr könnt sozusagen auch schon ein Requirement erfüllen, was dann aber erst im nächsten oder in einem der nächsten Videos sozusagen auch eine Dings ist. Nämlich in einem der nächsten Videos werde ich dann auch noch ein Instagram-Giveaway machen. Da giveaway ich dann eine M44 Desolate Space. Das heißt, wer es da noch nicht getan hat, könnt ihr mir gerne auch auf Instagram folgen. Das ist auch bei dem Giveaway die einzige Bedingung sozusagen. Das kommt dann aber auch noch in einem Giveaway und in einem Video, das ich glaube in 2 bis 3 Tagen ungefähr kommt. So, ja, das ist sozusagen so der allererste Punkt, den wir jetzt abhaken. Der nächste Punkt ist ein der beiden größeren Punkte und das ist nämlich ein Selbstexperiment, was ich bald machen werde. Und zwar ist das in 2 Wochen, das heißt 1,5 Wochen von jetzt an, eben der nächste, nee, der übernächste Montag ist das. Nämlich haben wir in Baden-Württemberg dann Herbstferien. Ich bin demnächst mal auf Studienfahrt und dann die Woche darauf bin ich dann sozusagen, ja, praktisch gesehen zu Hause und habe dann da Ferien. Und da möchte ich ein Selbstexperiment machen, nämlich von Montag bis Freitag. Das ist dann, glaube ich, so Anfang November ungefähr. Und ja, was soll in diesem Selbstexperiment sein? Es wird nicht so sein, dass ich mich irgendwie, keine Ahnung, was für Selbstexperimente gibt es und so auf YouTube irgendwie eine Woche lang mit von irgendwas mich ernähre oder sowas. Nämlich möchte ich ein bisschen was anders machen, was vielleicht auch ein bisschen realitätsbezogener ist. Und zwar möchte ich eine Woche lang, oder zumindest mal 5 Tage, also sozusagen eine Arbeitswoche lang, Fulltime YouTube machen. Ja, das habe ich mir überlegt, ist vielleicht eine ziemlich coole Sache. Und an diesen 5 Tagen werde ich dann jeden Tag 2 Videos bringen. Und wenn ich es noch abends schaffe, einen Stream und werde die ganze Sache dann auch mehr oder weniger dokumentieren, wenn man das soweit sagen kann, werde da eben dann auch alle 1 bis 2 Tage noch einen Vlog raushauen und so weiter und so fort. Das ist was ich mir eben schon länger überlegt habe. Das wollte ich ursprünglich in den Sommerferien machen. Da war dann aber so, dass ich irgendwie in jeder Woche, da war ich dann mal auf der Gamescom, dann hatte ich immer eben in den Wochen so 1 bis 2 Tage, wo ich eben keine Zeit hätte für dieses Selbstexperiment und dann einfach sagen, ja, wir lassen den Tag jetzt sozusagen aus. Das ist, glaube ich, auch nicht so das Richtige. Und da habe ich 5 Tage, bei denen ich fast nichts zu tun habe. Und da dachte ich mir, komm, ja, dann mache ich da das Selbstexperiment und schaue mir die Sache einfach mal an, ja. Und ja, probiere sozusagen mal die Sache aus. Sozusagen eine Person, die sonst immer nur YouTube als Hobby gemacht hat. Ist, glaube ich, auch ganz cool, sozusagen mal zu schauen, so wie es Fulltime YouTube für mich, ja. Irgendwie dann eben jeden Morgen um 8 bis 9 Uhr aufstehen und dann bis 21 Uhr nur YouTube machen. Ich muss da mal schauen. Ich stelle es mir zwar schon mal cool vor, aber vielleicht gibt es dann auch vielleicht so ein paar Hürden oder Punkte, was sozusagen eine normale Person, die eben kein Fulltime-YouTuber ist, wie zum Beispiel ich oder wie vielleicht auch einige von euch eben sind, die vielleicht sich auch schon überlegt haben, wie ist es eigentlich, wenn ich YouTuber wäre? Also ich glaube, das wäre schon cool, aber irgendwie, ja, irgendwie, ich weiß auch nicht so, ich würde es jetzt vielleicht auch nicht machen, einfach mal das auszuprobieren, mal die Sache anzuschauen. Stelle ich mir persönlich mega cool vor, ja. Oh ja, wie gesagt, das stelle ich mir extrem cool vor und das ist sozusagen auch der nächste Punkt. Also dazu könnt ihr vielleicht auch ein paar Sachen in die Kommentare schreiben, so was ihr dazu halt denkt, ja. Und ja, was ich vielleicht auch dann ausprobieren sollte. So, nächster Punkt abgehakt. Also wie gesagt, ist heute eher so ein Talk-Video, wo ich einfach ein paar Sachen abhaken will. Finde ich persönlich auch ab und zu mal gut, vor allem weil ich eben jetzt gerade zur Zeit auch eben diese Vorproduktionsphase noch bin wegen der Studienfahrt. Das ist, glaube ich, ganz cool, auch einfach mal so ein Talk-Video zu haben. Das nächste, also ich schneide das Video ja auch fast nicht. Ich finde solche One-Take eigentlich teilweise extrem cool.
Schaue ich mal gerne von anderen YouTuber an, wo man einfach mal so frei mit in die Kamera redet. Das nächste Thema ist das Thema FAQs. Und zwar möchte ich dieses, wie heißt es denn? Scream Chicken? Ah, nee, das heißt nicht Scream Chicken. Eben diese App, ja, wo man eben sozusagen ein Jump'n'Run spielt, aber man spielt das Jump'n'Run sozusagen mit seiner Stimme, möchte ich gerne als ein Format mit einbringen, dass ich so eben dann FAQs ab sofort mache. Und es gibt zwar da auch noch seriöse FAQs, aber das ist eben so auch ein Format, was ich mir überlegt habe. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt da draußen, es kann alles Mögliche sein, schreibt es in die Kommentare und dann seid ihr vielleicht in einem der nächsten Videos schon dabei, ja. Ich möchte sozusagen jetzt auch, vor allem wenn ich dann eben einen Haufen Zeit habe für YouTube in dieser, ja, wie soll man das nennen, Selbstexperimentswoche, dass ich dann auf jeden Fall davon dann auch ein bis zwei Folgen aufnehme. Das heißt, könnt ihr mir auch gerne da ein paar Sachen in die Kommentare reinschreiben. Und dann seid ihr eben, werdet ihr so als Kommentar eben in einem der nächsten Videos eingeblendet. Und ja. Das ist sozusagen auch dazu, weil ich will mir dann auch eben, ja, ich will natürlich dann auch Fragen sozusagen beantworten, die die Community haben will, und da dann einfach sich Fragen zu überlegen. Keine Ahnung, du kannst dich als YouTuber, glaube ich, auch gar nicht so gut da reindecken, so, was die Leute jetzt interessiert. Teilweise habt ihr so gefragt, da denke ich mir so, what the fuck, warum wollt ihr das wissen? Aber ich mach's trotzdem, weil ich dann denke, ja, das ist eigentlich doch eine ganz coole Frage. So, und der nächste Punkt, ja, ich habe die ganze Zeit jetzt, glaube ich, ein bisschen in die Länge gezogen, sorry dafür, ist nämlich mein Team, und das ist sozusagen auch der Hauptpunkt. Ich habe mir lange überlegt, ob ich darüber einen Overwatch machen dann quassle, aber dann ist es auch wieder so, dass eben in Overwatch, da ist ja vielleicht der Fall dann spannend, dann kannst du dich darauf nicht konzentrieren. Und ich möchte es jetzt sozusagen einfach mal in so einem Commentary abhaken, weil ich irgendwie auch nicht will, dass vielleicht dann irgendwie Robbe was kurz in seinem Stream sagt, dann wird das falsch irgendwie aufgenommen. Oder dass eben man sieht irgendwie, yo, du spielst kein 19 Damage Liga Spiel mit, und dass man dann irgendwie denkt, dass wir einen Streit haben oder sowas. Was Fakt ist, ist, ich bin aus meinem Team, muss man ja fast schon sagen, ausgetreten, aus Endless Flame, beziehungsweise ich bin nicht ausgetreten, ich bin sozusagen immer noch, ja, wie soll man das nennen, der Kopf sozusagen davon, aber ich bin als Spieler zurückgetreten. Wieso, weshalb, warum? Es war einfach so, dass, ja, mehrere Faktoren, muss man fast schon sagen, sozusagen eine Rolle gespielt haben. Zum einen war es die Zeit, wie gesagt, ich bin eben in der 12. Klasse und ich mache dieses Jahr mein Abi, und so, du musst nicht wenig lernen in dieser Zeit, und vor allem auch, wenn du von der Schule heimkommst, dann willst du vielleicht auch also einfach mal eine Stunde chillen, wenn du irgendwie dann von 7.45 Uhr bis 17.10 Uhr Schule hattest, und willst dann nicht dich sofort am PC setzen und irgendwelche Team-Practices machen und dann irgendwelche Taktiken überlegen und so. Da es eben auch so war, dass ich der IGL war, soweit man das so sagen kann, der Caller. Ich habe eben sozusagen die Strategie noch mehr oder weniger in meinem Team selber dann auch entworfen, was natürlich dann auch nochmal zu einem Extra-Stress ist, weil ich bin eigentlich die Person, die mit den Taktiken kommen muss. Und wenn du eigentlich ein perfekter IGL sein willst, dann musst du wirklich auch Demos von anderen Teams anschauen, musst also sozusagen solche Anti-Strats machen, du musst selber Demos reviewen, vielleicht von anderen Spielern, wie die vielleicht agieren. Du musst auch deine eigenen Demos reviewen, musst schauen, wo sind da sozusagen Fehler, die wir verbessern können. Und das war einfach was, für das ich keine Zeit hatte. Jetzt können natürlich auch manche sagen, jo, warum bist du dann nicht einfach von dem Posten zurückgetreten? Es war auch einfach so, dass aber diese ganze Teamsache zum einen mal natürlich extrem viel Zeit kostet. Ich will jetzt aber auch nicht so hinstellen, dass ich irgendwie jetzt hier der busyste Typ bin und irgendwie überhaupt keine Zeit habe und sowas. So, ich hätte dann schon sagen können, yo, ja, ich sozusagen mach vielleicht einen Stream in der Woche weniger oder ein Video und mach dafür mehr Team-Practicing. Das war dann aber auch ein Teil, wo ich dann sagen muss, das wollte ich nicht. Ich wollte einfach dann mir selber so einen Strich setzen, weil du kannst nicht dein Abi machen, du kannst nicht nebenher noch ein Team leiten, das einigermaßen Erfolg haben sollte, und Team Practicing und Taktiken und Besprechungen und immer 2 bis 3 Matches am Tag haben und dann noch YouTube machen, wo du dann teilweise auch andere Contents machen willst. Weil natürlich, ich könnte die Matchmakings komplett aufnehmen und hochladen, das habe ich auch teilweise probiert, und das will ich auch ab sofort machen, dass ich vielleicht alle 3-4 Wochen ein Full Matchmaking hochlade, aber nur diesen Content zu bringen, bringt nichts, und dann musst du eben auch noch Videos schneiden, du musst zum Beispiel auch Overwatch aufnehmen, du musst vielleicht mit anderen YouTubern noch ein paar Sachen bereden, Streams planen, vor allem auch mit Sponsoren in Kontakt treten, was teilweise sehr, sehr lange dauert, weil es gibt da draußen ein paar Leute, so, die haben zwar eine coole Seite, aber mit dem musst du dann 10 Jahre diskutieren, weil, ja, und so weiter und so fort. Man muss eben in Sachen YouTube auch selber auch nur, statt Videos aufzunehmen, diese 1:1 hochladen, einen Haufen mehr machen.
Es war dann eben auch eine Sache vom Zeitfaktor her. Und es gab dann auch noch so ein paar interne Sachen. Es ist nicht so, dass wir irgendwie einen Streit hatten. Und ich komme auch mit allen gut aus. Ja, ich komme mit Marcy gut aus, der ist ja fast mein Nachbar. Ich komme mit Robbe extrem gut aus und mit Basti, die wir ja auch selber in Köln getroffen haben und mit dem ich beiden extrem gut auskomme, mit denen ich natürlich auch immer noch Kontakt habe und alles. Also es kann auch ab und zu sein, dass es eben immer noch MMs in dieser Fünfer-Squad gibt. Es wird aber einfach nicht mehr so sein, dass wir im Team sind. Mit Flo komme ich auch gut aus, nicht, dass die Frage jetzt hier aufkommt. Es gab aber einfach eben, ich sage jetzt mal, interne Konflikte, Uneinigkeiten bei gewissen Themen, welche jetzt nicht unbedingt darauf hingelaufen sind, dass die Freundschaften beendet sind, aber ich habe auch einfach gemerkt, dass vielleicht einfach ein Team in dieser fünfte Konstellation nicht so gut ist. Weil so manche sagen, yo, ihr habt davor aber schon die ganze Division gespielt, die ganze Liga. Es war einfach so, dass wir da in der Starter Division gespielt haben und wir hatten zwei Games. Das erste Game wurden wir mehr oder weniger zerstört. Ja, das war so ein Spiel mit gemischten Gefühlen. Und das zweite Game, da waren die Gegner auch einfach nicht gut. Und da, das war vielleicht auch nicht so die perfekte Generalprobe. Und wir haben jetzt in der Division 4 spielen jetzt übrigens, haben jetzt sozusagen unser allererstes Game gehabt. Und da waren wir dann irgendwie auch 10-2 hinten. Dann gab es im Game selber Konflikte, die man vielleicht nach dem Game austragen sollte. Und dann war auch für mich sozusagen der Punkt gekommen, wo ich sage, ich krieg das nicht hin. Ich kann nicht eben IGL sein, ich kann nicht die ganze Zeit, die du eben da normalerweise reinstecken musst, die kann ich nicht machen. Und ich habe dafür einfach nicht die Zeit. Und dann war es so, dass sozusagen auch Marcy dann zurückgetreten ist vom Team und dass jetzt sozusagen Flo, Robbe und Basti ist sich noch unsicher, wie der da verbleibt, dass sie eben gerade neue Mitglieder rekrutieren. Ich habe auch gesagt, wenn es zum Beispiel am Anfang Probleme gibt, dann trete ich da auch zu und spiele sozusagen dann in den Spielen als Reservespieler mit. Das heißt, es kann immer noch ein 19 Damage Giga Video kommen. Ich bin aber nicht mehr aktiver Teil des Rosters. Was glaube ich die richtige Entscheidung war. Es kann gut sein, dass ich irgendwie vielleicht nächstes Jahr nach dem Schulstressen, was auch immer ich dann mache, vielleicht mache ich dann auch wirklich mal ein halbes freies Jahr, wo ich mich vielleicht auch auf YouTube teilweise konzentriere mit einem Nebenjob vielleicht. Da kann es dann auch gut sein, dass wir sozusagen wieder das Team wiederbeleben und da dann wieder Sachen in diese Richtung machen. Es ist aber unklar, das wollte ich jetzt nur mal sagen, dass jetzt eben mir irgendwie nicht irgendwelche, ja, Theorien rauskommen, so, ja, ihr habt mega den Streit oder eine Ehekrise oder sowas. Sowas gibt's nicht, ja. Alles ist gut. Oh ja, das war sozusagen auch der Hauptpunkt, den ich einfach in dem Video besprechen wollte, ohne viel Gameplay, dass man sich auch einfach auf diese Worte konzentrieren kann. So, ja, das war's sozusagen mit dem Video. Mal gucken. 13 Minuten ist das Ganze gegangen. Gut, ja, habe ich jetzt noch ein bisschen mehr gelabert, als ich eigentlich geplant habe. Das war's mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Schreibt mir gerne auch eure Meinung zu dem Team rein. Was war vielleicht die richtige Entscheidung? Was hättet ihr gemacht? Ja, neben diesen ganzen Umständen. Das war's mit dem heutigen Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.